Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Fürchtet euch nicht. Immer wieder beginnt in dem Weihnachtsevangelium der Gruß des Engels mit dieser Trostzusage, wenn er plötzlich auftaucht im Hause der Maria, auf dem Feld der Hirten oder im nächtlichen Traum des Josef. Fürchtet euch nicht, auch wenn jetzt gleich alles anders wird, als ihr gedacht habt. Denn Gott hat etwas mit euch vor. Ihr könnt dabei sein. Ihr könnt sogar mittun, wenn Gott der Welt einen neuen Anfang schenkt. Nehmt ihn auf, wenn er zu euch kommt, denn dann wird euer Leben gut werden. Heil und gestärkt, voll Hoffnung und voll Sehnsucht nach Frieden. Mutig kann es sein, eben ohne all die Befürchtungen, die uns sonst so oft bremsen. Fürchtet euch nicht, so taucht der Weihnachtsengel nun auch bei uns auf, in unseren Häusern, in denen wir jetzt diesen Gottesdienst im Radio hören und am Bildschirm sehen, in unseren Kirchen auch, auf den Plätzen davor mit den weiten Abstandsregeln. Fürchtet euch nicht, ob ihr allein zu Hause seid, wie die Maria damals, ob ihr arbeiten müsst, wie die Hirten, oder gemeinsam unterwegs seid, wie die Weisen in unseren Orten, hier in Waltershausen, in Schnepfental und Langenhain und überall da, wo unsere Christvesper gerade erklingt, die wir nun feiern im Namen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lesung bei dem Propheten Micha im 5. Kapitel. Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde, und er wird der Friede sein. Und bei Jesaja hören wir im 11. Kapitel: Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Amen. Es ist ein großes
Wir hören das Evangelium bei Lukas im 2. Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel gefahren waren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Amen. Still, aber in den Flocken alle.
Seit dieser Stern am Himmel scheint, der hinweist auf den Anfang neuer Zeiten, bist du so schweigsam, dass man meint, er würde Sorgen dir bereiten. Willst du es denn für dich behalten, was dich bedrückt seit jener Nacht? Sag, was sind denn das für Sorgenfalten? Was ist es, was dich traurig macht? Tag ein, Tag aus, das gleiche Lied. Man arbeitet, man müht sich ab. Was man am Ende davon sieht, ist höchstens ein gepflegtes Grab. Ach, alter Freund, so ist es eben. Es ist doch auch nicht schlecht. Du führtest doch ein gutes Leben, bist reich, geachtet und gerecht. Das reicht doch nicht. Was hat das Leben dann denn für einen Sinn, wenn ich lebe, um zu sterben? Ich möchte wissen, wer ich bin, wenn ich lebe hier auf Erden. Da hast du es. Essen, trinken, Kinder kriegen, das kann doch nicht alles sein. Es muss ein Sinn dahinter liegen. Doch finde ich ihn nicht allein. Du bist nun alt, hast viel gesehen, hast viel gelesen und bedacht. Doch der Verstand kann nicht verstehen, was unser Leben sinnvoll macht. Zu tun mit Wissen hat es nicht. Mit unserer Weisheit kommen wir hier nicht weiter, sondern mit Glauben, Hoffnung, Zuversicht. Denn Gott ist allemal gescheiter. Nur ist er manchmal so gescheit, dass ich nicht sehe, was er will von mir. Und weil er mir verborgen bleibt, suche ich den Sinn des Lebens hier. Da kannst du lange suchen. Du findest bestenfalls Wohlstand, Ruhm und Geld. Und wer dir sagt, das sei schon alles, der wird sich wundern und vielleicht zu spät erkennen, wo wirklich liegt der Grund der Welt. Wenn wir die Zeichen übersehen, die Gott uns gibt zu jeder Zeit, dann werden wir auch nicht verstehen, was jetzt zu tun uns übrig bleibt. Du meinst die Sterne und die Weissagung der Alten? So viele haben schon geirrt. Ich würde gern es für die Wahrheit halten. Doch gebe ich zu, ich bin verwirrt. Es gibt nur einen Weg herauszufinden, was es mit dem hellen Stern auf sich hat. Lass uns ihm folgen und ergründen, ob des Propheten Wort folgt Gottes Rat. Wohlan, wir gehen auf die Reise. Was könnte wichtiger als diese Antwort sein? Wenn Gott sich offenbart auf diese Weise, dann möchte ich sein Zeuge sein. Wir folgen also diesem Stern, denn folgen muss dem Denken stets die Tat. Ich wage diese Reise gern, steht doch am Ende Gottes Rat. Schlafen, dann stehe ich hier und halte wach, umgeben nur von Schafen. Vergiss nicht, wir sind auch noch hier. Wir kennen deine Sorgen.
und in 2 Stunden tauschen wir, dann schläfst du bis zum Morgen. Da hat er schon das beste Los der ersten Wacht gezogen und trotzdem fühlt der Trauerkloß sich immer noch betrogen. Doch nicht von euch, ihr seid gerecht, nur dass ich arm bin, finde ich schlecht. Was fehlt dir denn? Was hast du zu vermissen? Ein leichtes Leben, Gut und Geld, ein Bett mit weichen Kissen. Ach, hör doch auf, du bist ja wohl fürs Arbeiten zu fein. Das Glück fällt dir nicht in den Schoß, verdient will es erst sein. Lass ihn in Ruhe, er ist neu, hat wenig erst bedacht. Geh lieber, zeig ihm, wie viel Heu die Schafe brauchen für die Nacht. Schon gut, komm mit, du kleiner Mann, die Arbeit hier ist gar nicht schlecht. Pass nur gut auf und fass mit an, dann kommen wir zurecht. Nun warte doch, was ist denn das? Der Himmel glänzt vor lauter Licht. Dort hinten kommt doch irgendwas. Seht ihr das helle Leuchten nicht? Greift eure Knüppel, schützt die Herde. Wir müssen ihm entgegentreten. Auf dass der Feind vertrieben werde. Ansonsten hilft uns nur noch beten. Fürchtet euch nicht. Ich bin kein Feind, sondern ein Knecht des Herrn. Hört meine Botschaft und macht euch bereit. Das Heil ist nicht mehr fern. Geboren wurde Jesus Christ in Bethlehem, dort hinten. Geht hin, schaut nach, denn bei ihm ist die Seligkeit zu finden. Hab dies als Zeichen und mein Wort. Im Stall mit Heu und Stroh liegt er in einer Krippe dort. Geht hin, ihr findet's so. Der Christus kommt in unsere Welt. Was wollen wir hier stehen? Der Engel hat es uns erzählt. Wir müssen zu ihm gehen. Die Arbeit ist noch nicht geschafft. Wir geben den Schafen Heu. Gut, Kleiner, sehr gewissenhaft. Wir helfen dir dabei. Wacht euch auf, ihr Hirten alle, seht den Stern noch überm Stalle. Halleluja, große Freude, Jesus ist geboren heut. Habet Acht, wunderbar ist diese Nacht. Es war fast dunkel überall und keine Zimmer in der Stadt, nichts weiter außer einem Stall, was Bethlehem zu bieten hat. Es ist doch warm und trocken hier, ein Dach und auch 4 Wände. Sehe ich dies Kindlein neben dir, dann falte ich dankbar meine Hände. Ach Josef, ich bin herzlich froh, hab keinen Grund zur Klage. Das weiche Heu, das frische Stroh reicht völlig aus für ein paar Tage. Doch was mir unvorstellbar bleibt, ist Jesus Christus auf den Thron. Wie der Prophet Jesaja es beschreibt, als Friedefürst und Gottes Sohn. Wie Gott den Engel zu mir sandte, das sagte Jesus soll sein Name sein. Und dass er ihn Sohn Gottes nannte, geht nicht in meinen Kopf hinein. In einer Krippe liegt er nun. Ich hatte anders mir das vorgestellt. Das wird er später alles tun. Unser Messias, Herr der Welt. Hörst du da draußen? Da geht doch etwas vor. Was ist denn da geschehen? Moment. 4 Hirten stehen vor dem Tor. Sie möchten gerne Jesus sehen. Jetzt noch so spät, wie kommt ihr denn darauf? Weil heute eine
alte Zeit zu Ende geht und Gott der Welt gibt einen neuen Lauf. Ein Engel schickte uns hierher. Er sprach vom Kind, das in der Krippe liegt. Und dass es der Messias wäre, der Sünde, Leid und Tod besiegt. Vom Engel Gottes stammt die Kunde. Nun kommt und schaut euch Jesus an. Gesegnet sei uns diese Stunde, die Gott uns nahe bringen kann. Gut ist es, dieses Kind zu sehen. Es ist das Zeichen Gottes Freundlichkeit. Wir können dankbar vor ihm stehen. Er ist der Weg zur Seligkeit. Es wird nicht mehr wie früher sein, weil heute eine neue Zeit beginnt. Das stimmt. Doch Kleiner glaubt bloß nicht, dass wir nun faule Leute sind. Die Arbeit und der Ernst des Lebens, die bleiben uns erhalten. Jedoch den Sinn all unseres Strebens will Gott in seinem Reich entfalten. Dann wird das Christsein nicht bequem? Du brauchst Geduld und Zuversicht. Und neben alledem erspart dir Gott dein Leben nicht. Ein freier Mensch bleibst du mit Freuden und mit Leiden. Leb ehrbar, lerne stets dazu, sei fleißig und bescheiden. Kommt und lasst uns Christum ehren, Herz und Sinnen zu ihm kehren. Singet fröhlich, lasst euch hören, wertes Volk der Christenheit. Sehet, was hat Gott gegeben, seinen Sohn zum Leben leben. Dieser kam und will uns heben, aus dem Leid ins Himmelsfreund. Schönstes Kindlein in den Stalle, sei uns freundlich, bring uns alle. Dahin da mit süßem Schalle, dich der Engel her erhöht. Drei fremde Herren kommen dort, im vornehmen Gewand. Wir suchen hier an diesem Ort das Kind, von Gott gesandt. Der Stern steht über dieser Hütte. Er führte uns an eure Tür. Wir haben nur die eine Bitte. Sagt uns, ist der Messias hier? Sind wir am Ziel der weiten Reisen und finden bei euch Gottes Sohn? Erfüllt sich heute, wie verheißen, die Botschaft der Propheten schon? Kommt näher, tretet nun heran und teilt mit uns das Glück, denn heute wird von Gottes Plan uns offenbart ein Stück. Find ich die Antwort meiner Fragen bei diesem Kind, so arm und klein? Was lehrt uns Gott in diesen Tagen? Ganz leise kehrt er bei uns ein. Die Macht, der Prunk, der Glanz der Welt sind nicht nach Gottes Willen, weil alles hier im Tod verfällt. Er kommt zu uns im Stillen. Denn Jesus braucht den Umweg nicht, der weltlichen Getriebe. Du bist der Weg, du bist das Licht, gesandt aus Gottes Liebe. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Thank you.
Liebe Gemeinde in nah und fern, wie sehr wir es auch probiert und gehofft haben, in den letzten Wochen so richtig der festliche Advent ist es doch nicht geworden, auch in diesem Jahr wieder nicht. So wie wir ihn ersehnt haben, mit fröhlichen Planen und Geschenke suchen auf schönen Weihnachtsmärkten. Vieles davon ist ja einfach ausgefallen. Und auch das, was noch möglich ist, fühlt sich seltsam an, so wie das dumpfe Singegemurmel unserer sonst so schönen Lieder im Advent nun kaum zu hören durch die dichten Masken. Und während wir diesen Gottesdienst aufnehmen, geistern schon noch eventuell strengere Kontaktbeschränkungen durch die Nachrichtenzeilen. Es wird wohl wieder ruhig werden an diesem Fest. Die großen Runden fehlen zu Hause, das Besondere der vollen Kirchen auch, mit all der versammelten Erwartung. Stattdessen bleibt es für viele beim nun schon gewohnten Verzicht. Es bleibt für manchen auch die Einsamkeit und es bleibt und nimmt sogar eher noch zu die Sprachlosigkeit, die durch unsere Gesellschaft hindurch uns in Lager einteilt, bis hinein in unsere Familien und Gemeinden. Statt dem Fest des Friedens droht da manchem Unversöhnlichkeit. Es drohen so wenig Möglichkeiten, die mit der anderen Meinung überhaupt noch zu erreichen. Statt in Festtagshöhen finden wir uns also voller Wucht vielmehr im tiefsten Alltag, mit Fragen und Nöten und manchmal auch überfordert. Wie sollen wir es dahin bekommen, dem Weihnachtsfest seinen angemessenen Platz einzuräumen, der ihm gebührt und den wir auch brauchen? Der angemessene Rahmen, wieder wie der aussehen soll, davon haben wir ja unsere Vorstellungen. Doch schon vor 2000 Jahren, damals in Israel, als Jesus geboren wurde, hat Gott so manche dieser menschlichen Vorstellungen auch nicht eingehalten. Auch die weisen Sterndeuter waren ja zuerst in den Palast gegangen auf der Suche nach einem Königskind. Sie fanden ihn dort nicht. Dafür hörten sie aber eine überraschende Prophezeiung des Propheten Micha. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Der alte Prophet beschreibt, wie es war. Ja, Bethlehem war klein. Eine von Hirten und Bauern bewohnte kleine Stadt. Heute würde man vielleicht ein Provinznest dazu sagen. Ausgerechnet dort soll der von Gott gesandte König auf die Welt kommen. Genau und gerade dort, schon einmal war der junge Hirte David aus Bethlehem geholt worden und zum König Israels gesalbt, als die Regierung seines Vorgängers die falschen Wege einschlug. Gott stellt immer mal wieder die Herrschaftsmethoden der Mächtigen in Frage. Er ist nicht auf Reichtum aus und nicht auf Wichtigtun. Das Kind liegt nicht auf weichen Kissen in einer verzierten Wiege im Jerusalemer Palast. Es liegt im Stall, in einem unbedeutenden Nest, das seine besten Zeiten längst hinter sich hat. Du, Bethlehem, die du klein bist, genau mit dir hat Gott etwas Großes vor. Und das verändert diesen Ort, gibt ihm die Würde, dass darin der Messias zur Welt kam. Es verändert den Ort so sehr, dass dann im Neuen Testament das blanke Gegenteil über ihn gesagt wird. Denn in der Geschichte der Weisen im Jerusalemer Palast des Herodes lesen die Schriftgelehrten zwar den richtigen Satz in ihren Schriftrollen, aber sie verlesen sich. Zumindest berichtet so
der Evangelist Matthäus und lässt sie vorlesen. Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinste unter den Städten. Mitnichten, eine ganz starke Verneinung. Keineswegs. Aus dir wird der doch kommen, der mein Volk Israel weiden soll. Und wo dieser gute Hirte einzieht, da ist nichts mehr unbedeutend. Auch wenn äußerlich erstmal alles beim Alten bleibt. Da fängt Matthäus im Zitat schon an zu verkündigen. Und was hier von dem Städtchen Bethlehem gesagt wird, das gilt genauso auch für all die Menschen, die darin unterwegs waren. Da fängt die Maria plötzlich an, ein ganz neues Lied zu singen, denn er hat meine Niedrigkeit angesehen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern. Maria hat etwas entdeckt vom Geheimnis Gottes, von seiner Art, mit uns Menschen umzugehen. Und nun wagt sie es zu glauben, dass sie deshalb nicht länger übersehen wird. Und wenn das doch durch die Menschen geschieht, so doch keinesfalls bei Gott. Und deshalb traut sie sich jetzt selbst das Ungewöhnliche und singt an gegen die ungerechten Verhältnisse ihrer Zeit. Dazu wird das Unscheinbare von Gott gebraucht. Und wo ich mir zu klein vorkomme, macht er selbst mir Mut. Und genauso ist es dem Josef ergangen und den Hirten auch, all denen aus dem Weihnachtsevangelium, als erste der vielen, die Jesus begegneten und die sich von ihm und seiner Gotteskraft verändern ließen. Die nun glauben konnten, die nun anglauben konnten, gegen alles zurücklehnen, gegen die Resignation und gegen den Unfrieden, weil sie den großen Neuanfang gesehen haben, den Gott mit seiner Welt macht und damit mit jedem von uns. Wir sind von Gott geliebt und geachtet und würdig, dass er gerade in uns zur Welt kommt. Denn was ist nun mit uns 2000 Jahre später? Wir könnten fragen, und du, Waltershausen, die du klein bist unter den Städten in Thüringen, wann war denn deine beste Zeit? Als früher noch der Fürst einkehrte mit seinem Gefolge hier oben in der Fürstenloge? Oder als noch viel mehr Industrie brummte und die jungen Leute hier blieben? Und wir persönlich? Was macht mich nicht alles klein? Gibt mir das Gefühl, dass es auf mich überhaupt nicht ankommt, was alles so beitragen kann zu solch einem Wahrnehmen, das brauche ich gar nicht aufzuzählen. Ob wir uns da wiederfinden, in der erst verunsicherten Maria oder im Josef, über den damals erst die Köpfe zusammengesteckt wurden, ob wir uns mehr dem Hirten nahe fühlen oder vielleicht sogar manchmal dem sturen Ochsen, wie sie alle hier versammelt sind, in unserer Krippe. Uns allen, sagt der Prophet Micha an diesem Weihnachtsfest, vor der Welt magst du dich nicht großartig fühlen. Für Gott aber bist du würdig, dass er in dir neu geboren wird. Glaube das, dann entdeckst auch du den neuen Anfang, den du damit geschenkt bekommst. Äußerlich wird sich auch heute nicht viel ändern. Bethlehem ist immer noch nicht besonders schön und liegt nun gar abgesperrt hinter einer Mauer. Und auch in Waltershausen hat noch manches Luft nach oben. Oder schauen wir unsere Kirche an, in der die Menschen in den kleiner werdenden Gemeinden manchmal auch nicht mehr nach vorn schauen mögen. Sie alle hören heute. Und du, die du klein bist, brauchst darum nicht die Glaubenshoffnung aufzugeben, denn Gott ist in all dem bei dir und gerade an diesem Weihnachten wieder neu eingezogen. Seine Engel rufen auch uns, sein Stern leuchtet noch. So lassen sie uns aufbrechen und uns neue Würde schenken lassen, die der Kleinen
zu denen Gott kommt und die daraus Kraft schöpfen zum Zusammenhalten und zum Aufeinanderzugehen und zum Bestehen dieser schwierigen Zeit. Dann gilt auch für uns das mitnichten, das keineswegs des Matthäus, nämlich unsere Weihnachtsfreude wird keineswegs klein sein. Und dazu bewahre der Friede Gottes unsere Herzen und Sinne. Amen. O Bethlehem, du kleine Stadt, wie stille liegst du hier. Du schläfst uns goldne Sterne bei, zieh leise über dir. Doch an jedem Heiligabend wird die Kollekte erbeten für unser Hilfswerk Brot für die Welt. Da so viele Live-Sammlungen wegfallen, kommt die Bitte um Spenden nun auch auf diesem Weg. Sie können die Online-Überweisungsmöglichkeiten nutzen oder auch per Briefumschlag über unsere Kirchgemeinden spenden. Wenn Sie eine Bescheinigung möchten, dann geben Sie darauf bitte auch Ihren Absender an. Herzlichen Dank für alle Gaben. Und herzlichen Dank auch all denen, die diese Gottesdienstübertragung möglich gemacht haben. Den Krippenspielerinnen und Spielern, dem Superintendenten für das Schreiben des Stückes, unseren Chören, der Kantorei und dem Gospeltrien Waltershausen und unserem Waltershäuser TMR Radio mit seinem Team, für die technische Umsetzung. Oh,
Lasst uns miteinander beten. Unser Gott, du wolltest nicht nur im Himmel wohnen, sondern auch bei uns Menschen hier auf Erden. Du wolltest nicht nur groß und allmächtig sein, sondern bist wie wir klein und manchmal ohnmächtig geworden. Du wolltest nicht nur herrschen, sondern uns Menschen dienen. So hast du dich selbst uns geschenkt in Jesus Christus, unserem Heiland, dass wir deine Menschenkinder werden können, die dich einlassen, die sich aufrichten lassen von dir, die leben in deiner Liebe. Hilf uns dazu und hilf uns, diese Weihnachtsgabe auch auszuteilen an die, die es schwer haben mit der Freude an den Festtagen, an die, die leben müssen in Krankheit und Trauer, an die, die durch diese Krisenzeit an den Rand ihrer Kräfte kommen, an die, die gefangen sind im Streit. Fülle du, Gott, all unsere ausgestreckten Hände und schenk uns die Freude und den Trost, von dir angesehen und gehalten zu sein. Darum und um alles, was wir brauchen, bitten wir dich mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in das Weihnachtsfest im Frieden unseres Herrn. Gott segne euch und behüte euch. Er lasse euch das Weihnachtslicht leuchten, dass euer Leben hell und behütet sei. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er lasse die Freude über euch aufgehen. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Er mache euch zu Zeugen seiner Liebe, dass ihr zum Segen werdet für die Welt. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.